wie wird der Ziegelstein gebrannt. Und da kann man dann in einem Original-Ringofen im Brennkanal unten sich einen Ziegel nehmen, das ist ein Leuchtziegel. Und dieser Ziegel verändert dann während des Rundgangs seine Farbe und ich denke mal, das ist eine sehr gelungene Sache. Der Park wurde ja vor 15 Jahren gegründet. Ja, hier kann man Ziegeleigeschichte hautnah erleben. Wir haben viele Technik, die wirklich in der Ziegelei hier früher im Einsatz war. Wir liegen hier am Wasser, wir sind das Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte und wir liegen direkt in der Natur. Also hier kann man von allem was erleben. Ja, wir haben vor etwa 4 Jahren unser Technikmuseum dahingehend erweitert, indem wir jetzt gesagt haben, diese maschinelle Herstellung der Ziegel muss erlebbar gemacht werden. Leute, die hier auch wirklich gearbeitet haben, erklären praktisch am Bildschirm oder auf dem Bildschirm, wie das funktioniert hat an den einzelnen Stellen, wo man sich gerade befindet. Ja, also wenn man in den Ziegeleipark kommt, dann muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen. Also ich sag mal so, wenn man sich nur einen kleinen Teil anschaut, braucht man locker 3 bis 4 Stunden. Wenn man sich dann aber hier auf dem Gelände oder auch vor unserem Gelände noch etwas anschauen will oder in Ruhe irgendwo sitzen möchte, da bietet sich natürlich unsere Gaststätte an. Die liegt direkt an der Havel mit einer schönen Außenterrasse.